Hallo zusammen. Der Begriff Subdominante bezeichnet die vierte Stufe einer harmonisierten Tonleiter, also den vierten Stufenakkord einer Tonart. Am Beispiel der Tonart C-Dur ist das der Akkord F-Dur. Von einer Moll-Subdominante spricht man, wenn dieser Stufenakkord nicht wie üblich als Dur-Akkord erscheint, sondern als Moll-Akkord. Also sozusagen vermollt ist. Das harmonische Konzept, was hier zugrunde liegt, wird Modal Interchange genannt. Die Idee dahinter ist, dass man sich einen Akkord aus der gleichnamigen Molltonart ausleiht. In unserem Beispiel aus C-Moll. Dieser Borrowed Chord, also geliehene Akkord, kann dann als Farbakkord eingesetzt werden, um eine Akkordverbindung interessanter zu gestalten. Die ursprüngliche Tonart wird dabei jedoch nicht verlassen. Wenn ihr mehr zum Thema Modal Interchange erfahren wollt, dann schaut gerne mein Video dazu. Ich habe es in der Infobox verlinkt. Effektiv liefert uns dieser modale Austausch 4 bis 5 neue Stufenakkorde, die man musikalisch sinnvoll einsetzen kann und die man auch regelmäßig in Popsongs verschiedenster Genre antrifft. Die Moll-Subdominante, geschrieben römisch 4m, also die vierte Stufe als Mollakkord, wird davon mit Abstand am häufigsten verwendet. Und deshalb will ich hiermit ein komplettes Video widmen. Viel Spaß! Typischerweise wird die Moll-Subdominante in Schlusswendungen eingesetzt, also um einen Formteil abzuschließen. Und fast immer löst sie sich zur ersten Stufe auf, zur Tonika. Häufig findet man die Dur-Subdominante, also den gleichnamigen Akkord in Dur, auch im näheren Umfeld, wie im Pre-Chorus von Take Me to Church von Hozier. Command me to be well. Amen. Dieser Formteil besteht aus mehreren hintereinander gereihten Subdominantkadenzen. Man spricht bei einer 4-1-Verbindung, unabhängig vom Tongeschlecht, auch von einem Plagalschluss. Die Moll-Subdominante klingt vergleichsweise dominantischer, also spannungsreicher als die Dur-Subdominante. Das liegt daran, dass sie durch ihre kleine Terz, in unserem Beispiel den Ton S, einen Spannungston bildet, der sich bei der Auflösung halbtönig abwärts zur Quinte der Tonika auflöst. Und das hat eine steigernde Wirkung und vermittelt gleichzeitig eine gewisse Endgültigkeit. Amen. Amen. Hozier nimmt hier ganz klar Bezug auf Kirchenmusik, wo man diese abschließende Wendung sehr häufig bei der Akklamation Amen findet. Der Plagalschluss, also eine abschließende 4-1-Kadenz, wird deshalb auch als Kirchenschluss bezeichnet. Bei Take Me to Church ist diese Bezugnahme allerdings eher als zynische Kritik zu verstehen. Die Moll-Subdominante hat also offensichtlich schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. Da das Konzept Modal Interchange allerdings eher ein Analysemodell der Popmusik ist und somit nichts mit der Entstehungsgeschichte der Moll-Subdominante zu tun hat, kann man sie auch als eigenständiges Klangklischee sehen, das zum harmonischen Klang von Dur gezählt wird und das sich historisch betrachtet eher aus Gründen der Stimmführung entwickelt hat. Hier noch ein Beispiel aus der klassischen Musik. Ihr hört einen Ausschnitt aus dem romantischen Kunstlied Ständchen von Franz Schubert. Im gezeigten Abschnitt ist das Stück gerade nach D-Dur moduliert. Es steht aber eigentlich in D-Moll, deshalb ein B-Vorzeichen. Das nur als kurzer historischer Rückblick. Aber zurück zum Thema des Videos. In welchen Popsongs findet man die Moll-Subdominante noch? Der Moll-Subdominant-Kadenz wohnt ein starker Pathos inne. Sie vermittelt aber auch eine gewisse Trauer und Endgültigkeit. Sie wird deshalb gerne in Popsongs verwendet, in denen es um Liebe, Zurückweisung oder Verlust geht, wie in Jar of Hearts von Christina Perry. Hier wird die Dur-Subdominante der Moll-Subdominante direkt vorangestellt. Eine ganz typische Akkordverbindung. Catch a cold.
Die gleiche Akkordverbindung finden wir bei Creep von Radiohead. Auch hier geht es um Liebe und Zurückweisung. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. Oder in Wake Me Up When September Ends von Green Day, geschrieben von Frontsänger Billy Joe Armstrong, in dem er den Tod seines Vaters thematisiert. Wake me up when September ends. Auch in Herbert Grönemeyers Der Weg wird die Strophe mit einer Moll-Subdominant-Kadenz abgeschlossen. Hier jedoch ohne vorangestellte Dur-Subdominante. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Häufig findet man die Moll-Subdominante auch in Verbindung mit Zwischendominanten, wie in More Than Words von Extreme. More than words is all you have to do to make it real that you wouldn't have to say that you. Oder auch in Verbindung mit anderen Modal Interchange Akkorden, wie in What a Girl Wants von Christina Aguilera. In der Strophe von All by Myself von Eric Carmen findet man gleich an mehreren Stellen Moll-Subdominanten. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone. Ich könnte euch jetzt endlos weitere Beispiele zeigen. In der Videobeschreibung habe ich noch weitere Songs aufgelistet, in denen Moll-Subdominanten zu finden sind. Versucht doch mal, nur durch Zuhören herauszufinden, an welchen Stellen sie auftauchen. Alle bisher gezeigten Beispiele zeigen eine ganz typische Verwendung der Moll-Subdominante. Es gibt aber auch Songs, in denen die Moll-Subdominante nicht in einer Schlusswendung auftaucht, sondern eher als Durchgangsakkord. Hier eine Akkordfolge, die das veranschaulichen soll. Wie ihr seht, steht die Moll-Subdominante F-Moll hier auf der Akkordterz Ass und löst sich zur Tonika C-Dur auf, die auf der Akkordquinte G steht. Dadurch entsteht eine chromatisch absteigende Basslinie von A über Ass bis G. Erst durch die anschließende 5-1-Kadenz, eine sogenannte authentische Kadenz, klingt die Akkordfolge wirklich abgeschlossen. Die Moll-Subdominante wird hier also eher als Durchgangsakkord eingesetzt. Eine vergleichbare Akkordfolge findet man im Chorus von Old Friends von Ben Rector. Can you take me back when we were just kids? We weren't scared of getting older. Cause no one knows you like they know you, and no one probably ever. Außerdem im Pre-Chorus von I'll Be Over You von Toto. It takes some time. God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart stops. Und auch in All I Want for Christmas von Mariah Carey kann man eine ähnliche Akkordfolge finden. Hier wieder gepaart mit Zwischendominanten. Und hier noch ein Beispiel für eine ganz untypische Verwendung der Moll-Subdominante. Stop This Train von John Mayer. Der Song steht in D-Dur.
Der Chorus des Songs beginnt direkt mit der Moll-Subdominante G-Moll, die dann über ganze vier Takte präsent ist. Die Gesangsmelodie beginnt auf der Note Fis, also der Major 7 des Akkords G-Moll, und bewegt sich über den Verlauf der vier Takte zwischen der Major 7 und der großen Sechste des Akkords hin und her. Stop this train. I wanna get off and go home again. Der Akkord löst sich anschließend zur Tonika D-Dur auf. Genau genommen nach D-Dur über Fis. Dieses Beispiel zeigt, dass die Moll-Subdominante selbstverständlich auch als Vierklang verwendet werden kann. Moll 6 und Moll Major 7 sind da nur zwei Möglichkeiten. Durch die Erweiterung mit einer kleinen Septime, also Moll 7, erreicht man einen etwas weicheren und jazzigeren Klang, wie in Just the Way You Are von Billy Joel. Hier wird der Moll-Subdominante G-Moll 7 die Dur-Subdominante vorangestellt, die ebenfalls zu einem Septakkord erweitert ist, zu G Major 7. Fallen euch noch weitere Beispiele für eine untypische Verwendung der Moll-Subdominante ein? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis bald!